Guten Tag, liebe Heimwerker. Heute möchte ich euch kurz die Sanierungsfräse von Eibenstock vorstellen. Eine Sanierungsfräse kommt dann zum Einsatz, wenn ihr große, unebene Flächen habt, so wie diese hier, auf der noch Altanstriche, alter Putz, Putzreste, Spachtelreste drauf zu finden sind und die für die weitere Verwendung der Oberfläche abmüssen. Geliefert wird das Gerät in einer stabilen Metallkiste und darin findet ihr dann die Putzfräse. Sieht so aus. Die Maschine funktioniert, indem sie auf die Wand gedrückt wird und mit diesem kleinen Schneidstern hier und einer rotierenden Achse die Wand abfräst. Hier hängen sie rum, ist ein Staubfang, der dient dazu, dass der Staub direkt hier drüben mit dem Staubsauger angesaugt und abgesaugt werden kann und nicht zu sehr in der Wohnung rumwirbelt. Durch Lösen der Flügelmuttern kann man den Staubfangring entfernen, nach unten einfach abziehen und hat dann nur noch den eigentlichen Schleifteller. Der Schleifteller lässt sich dann verdrehen bzw. auch abnehmen, wenn man möchte, muss man nicht, und dadurch eben die Frästiefe einstellen. Also weit unten ist die Frästiefe gering, weit oben ist die Frästiefe hoch, in diesem Fall bis zu einem halben Zentimeter. Danach das Ganze wieder festziehen an allen Schrauben, je nachdem, ob man möchte, auch wieder den Staubschutzring aufbringen und dann kann die Arbeit losgehen. Ich empfehle dringend bei der Benutzung der Sanierungsfräse einen Staubsauger zu verwenden. Ich benutze dafür ein einfaches Kärchergerät und der Anschluss kann hier direkt an der Seite eingesteckt werden und ist dann fest. Das hier ist zwar der Startknopf, aber beim einmal draufdrücken passiert gar nichts. Ihr müsst innerhalb von 3 Sekunden zweimal draufdrücken. Auch wenn Schutzmaßnahmen in vielen Fällen ziemlich zweifelhaft sind, rate ich euch hier auf jeden Fall den Vollschutz. Das heißt, Atemschutzmaske, Brille und Gehörschutz. Und jetzt kann's losgehen. So viel von meiner Seite. Jetzt viel Spaß bei eurem Projekt. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne melden. Ich stehe euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Vielen Dank.